Was geht ab, ihr lieben Freunde? Willkommen zu meinem neuen Job hier bei der Deutschen Bahn, wie es aussieht. Und so wie ich das sehe, spielen wir eine richtig kleine Fahrt von Lübeck nach Hamburg. Und wir starten in Bad Oldesloe oder so. Let's go! Boah, da sind das Ladezeiten. Eine Ewigkeit später. Alter. Oh. Da! Leck mich am Arsch. So, hallo. Ich bin der automatische Computerbildschirm. Genau in der Mitte hier. Und, ich habe das Spiel, wie gesagt, noch nie gespielt. Boah, Junge. Lass mal gucken hier. Da, alle wollen aussteigen. So, Leute. Wir fahren jetzt hier, ne, nach Bad Osledöck oder so. Wir fahren los um... Oh, wir sind zu spät! Jungs! Hier, gucken. Okay. Nein, vorwärts. Okay, und los. Zug wurde bei geöffneter Tür bewegt. Spielbeendender Fehler. Oh. So, wir sind zurück. Herr Kollege, um 15.05 Uhr fahren wir. Das sehe ich. Also machen wir jetzt immer die Tür auf und machen die Türen auf. Ne, habe ich gemacht. Was ist das hier? Motorstart, Notbremse, okay. So, jetzt können die Leute kurz ein- und aussteigen. Alles klärchen. Wir geben Gas. Bremse gelöst. Hat Gas. Kommt zu spät. Wir kommen doch zu spät. Alter, wir kommen ja richtig zu spät. Jetzt weiß ich auch, warum die Leute bei der Deutschen Bahn zu spät kommen. Boah, hast du gesehen? Da war gerade ein Bahnsteig. Da müssen wir hin. Spieler zentrieren. Da sind wir. Da kommt uns ein Zug entgegen. Aber das ist kein Problem, es ist ja zweigleisig hier. Alles gut also. Alles gut? Aber muss ich jetzt echt sagen, Job als Zuglokführer, der ist ja schon irgendwie hart chillig, ne? Bisher, guck mal, da kommt auch ein anderer Leute vorbei. Ja. Hupen wir dir mal freundlich. Aber das ist ein Güterwaggon. Wenn ich Notbremse. Vielleicht sollten wir noch mal kurz ein Stück Gas geben. Weggefühl. Was ist hier los? Roll! Sind wir am Bahnhof komplett drin? Boah, gute Frage. Boah, eigentlich können wir so halten, oder? Ich würde mal sagen, wir halten jetzt. Türen! Können wir jetzt zumachen? Bitte? Komm mal zu! Wir geben Gas. Was ist denn die Problematik jetzt? Jungs! Wir müssen Gas geben! Jetzt macht den Motor an! Okay, Notbremse. Gut, wir starten den Motor. Bremsen sind lösig. Vorwärts und go. Ja, komm! Ja, wir brauchen... Da! So! Lecco mio, ey! Also, wir kommen alle zu spät hier. Weswegen? Nur wegen... die Technik, meine Freunde.
Da sind wir. Da kommst du dann Zug entgegen. Und da müssen wir hin. Guck mal. Wir sind jetzt 6 Minuten Verzögerung. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das kann, beim ersten Mal mit 6 Minuten, ja, ist das ja easy hier. Guck mal, sitze ich hier bei mir selbst im Zug drin. Ist schon ein Zug der Deutschen Bahn, würde ich sagen. Alles okay, alles okay. Nochmal bremsen. Wenn ich immer so hart bremsen. Bremst doch nur so ein bisschen. Leichtes. Bremsen! Stopp! Oh, shit, 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 shit! Okay. Easy. Wir haben bis jetzt 6 Minuten Verspätung. Und ich gebe ja zu... Ich gebe ja zu, dass das eventuell am Zugführer liegen könnte, unter Umständen. Aber höchstwahrscheinlich nicht der Fall ist. Das ist doch so ein alter Zug der Deutschen Bahn, wa? Ich muss jetzt echt sagen, bei mir haben die ja mittlerweile dann immer gehabt, als ich noch mit dem Zug gefahren bin, so oft zur Uni oder so, da waren das eher so diese 2 eigenständigen Abteile, die eher so waren wie so eine Straßenbahn. Und stell dir mal vor, der Typ bei den Gleisen macht Scheiße, ja? Wäre ich jetzt im Sack. Wunderbar. Und sind auch nur noch 6 Kilometer. Hat mein Controller gerade vibriert. Muss er eiskalt hart hier geschafft haben. Ich muss schon sagen, da kann man sich ja schon so teilweise einen lauen Lenz bei machen. Einfach so nichts tun. Ich weiß, die Zugführer, die müssen immer dieses Knöpfchen drücken. Boah, aber das ist ja noch langweiliger als Autofahren. Das muss ich mal ganz ehrlich zugeben, ja. Beim Autofahren hast du ja wenigstens noch so die Chance, dass was passiert. Jetzt räumen wir nochmal kurz ein Stück. Ja, komm, das war ja wohl. Das war ja wohl jetzt nicht schlecht. Ein bisschen weiter. Wir sind nach Hamburg. Und das ist jetzt richtig cool. Wir fahren jetzt tatsächlich zum Hamburg Hauptbahnhof. Und ich war schon mal da. Und ich frage mich jetzt, ob der Bahnhof ein bisschen so aussieht. Bahnsteig 7. Bin von da aus mal nach. Verdammt, wie hieß denn die Stadt jetzt? Flensburg. Genau. Da, wo Punkte gibt. Da bin ich schon mal gefahren. Und, ewig her, hab die gute Natschi mal besucht. Haben uns in Flensburg getroffen. Ja, wer sie nicht kennt. Natschi ist eine Streamerin. Wir kennen uns aber schon seit Jahren. Oh Mann, ey. Kommst du denn nie an? Okay. Also, Hamburg ist gerade ein bisschen wenig Verkehr. Ich bin tatsächlich noch nie in Hamburg auf diese S-Bahn-Trasse gefahren. Was ist das hier? Auch für Züge? Ich finde das voll faszinierend, dass es mittlerweile so Brücken für Züge gibt. Auch ein bisschen. In Düsseldorf gibt es auch so ein Haus. Da kommt dann die ganzen Noten raus. Da kannst du reingucken, während du mit der Bahn fährst. Habe ich immer gesehen, als ich früher noch von Weetz nach Düsseldorf gefahren bin. Als ich arbeiten musste als Personalcontroller. Lange ist her, aber heute bin ich Bahnfahrer, ja? Und das ist halt viel geiler. Muss man aber ehrlicherweise einfach mal sagen. Doch, das sieht echt aus wie Hamburg Hauptbahnhof. Cool. Die haben die Rides sogar. Nehmen wir mal aus. Schön rollen. Jungs, bin da. Eins erreicht. Das ist ein bisschen. So. Bis da vorne zu den Menschen müssen wir noch. Boah, das kenne ich sogar.
Mit diesen Dingern hier und so. Das sieht gar nicht schlecht aus, das muss ich mal sagen. Ich bin gerade ein bisschen fertig schon fast. Also auf eine positive Art und Weise. So. Stoppen. Und wir stehen. So, noch kurz. In Hamburg hier im Hauptbahnhof müssen wir ein bisschen länger stehen. Gut gemacht! Jawohl! Gut, dann fahren wir. Wir fahren in Hochgeschwindigkeitszug. Ich bin Bahnführer. Oho, oho, oho. Lalalalalala. Ich könnte mich auch so ernst einstellen. Da! Bäm, Junge! Umleitung unseres Zuges. Okay. Ein Stück müssen Sie fast in die Rabatte. Ja, ist doch mal super simpel, oder? Wenn die Bremse wegmachen. Alles gut! Was ist hier los? Boah! Alter Junge! Boah! Das war ja krass schrecklich. Was ist denn los? Klingel! Alles gut, ich habe angerufen. Oh Mann, ey. Was ein Stress. Halten. Noch kurz rollen. Oh yeah, baby. Oh. Das sieht gut aus. Tür auf. Langweilt mich. Wir sollen doch schon lange wieder losfahren. Boah, Zugfahren ist doch leckt Lutschi. Was wäre eigentlich, wenn ich hier mit vollem Krachen durchgeheizt wäre? Leider wäre ich da vorne gegen gefahren. Zugfahren langweilt an vielen Ecken. Das ist ein schwarzer Kugelschreiber in einer braunen Hülle. Boah, ja, wir eilen jetzt hier durch den Bahnhof. Ah, wir sind ja in England, deswegen sind die Signale links. Ja! Der Zug ist doch gar keine Hochgeschwindigkeitszug, der fährt ja nur 140. Was ist das für ein Bullshit hier? Nein, das will ich nicht. Tja, ist mir egal. Hier, klarer Sonnen... Schnee, go! Der Ladebalken. Da. Beenden. Szenario Ladefehler. Wow, hey. Hat einen Spaß. So, ist mir jetzt auch egal. Funktioniert jetzt gerade nicht, ja. Ich wollte hier Hochgeschwindigkeitszug fahren. Darf ich nicht. Deswegen bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Haut rein.